So, wie zeichnet man eine Wolke in Inkscape? Jo, fangen wir mal an. Ich nehme hier das Werkzeug Bezierkurven und dann erstmal hier frei aus der Hand eine Wolke zeichnen. Also ich nehme nicht das Freihandwerkzeug, sondern ich verwende das Bezierwerkzeug, weil man da einfach gleich die Rundung machen kann. Und ich zeige dann auch gleich nochmal den Unterschied, wenn ich das mit Freihandwerkzeug machen würde, wie das dann aus. Es sieht zwar jetzt nicht wirklich nach einer Wolke aus, dann kann man da hier nochmal ein bisschen weiter bearbeiten. Vielleicht hier nochmal ein bisschen hier nochmal so einen Knoten rein und den ein bisschen hier reinziehen. So. So. Das wird doch schon mal eher wie eine Wolke. Ne? Hier nochmal ein. Also möglichst viel wellenförmig. So. Und dann nehmen wir das Transparent, also für Transparenz. Und da brauchen wir aber allerdings noch das Füllenwerkzeug. Also hier das für Füllung und Kontur findet man auch hier unter Pfade, meine ich mal. Ansonsten, ich mache das dann schon mal so, dass ich dann hier auf den Pfad klicke und dann auf Füllung und Kontur. Und dann wird mir das hier eingeblendet. So. Und dann haben wir hier gleich Füllung und dann gehen wir auf den Radialen. Und da habe ich allerdings, ich habe das einmal habe ich das schon gemacht. Da dann gleich die Farbe übernommen. Da sieht das schon mal schön nach einer Wolke aus. Ein Türkis, ganz vielleicht auch ein Blau, ne? Aber den radialen Verlauf hätte ich da gerne. So, den. Frage ich mich gerade, warum funktioniert der? Der Verlauf, der sollte eigentlich verwendet werden. Genau, da ist er. Und da kann man die Richtung dann noch und auch die Länge. Und manche Wolken sind ja auch grau, also man könnte dann auch hier mit Grau dann arbeiten. So. Da hat man dann halt ein Grau. Das dunkleres Grau. Die Startfarbe. Vielleicht auch nochmal ein dunkleres Grau. Und dann vielleicht auch so, dass es eine dunkle Wolke wird. So, man kann dann vielleicht hier auch nochmal so noch eine zweite Farbe dann noch oder eine dritte Farbe noch hinzufügen. So. Naja, da geht man dann eher schon in Richtung Weiß. So. Jetzt sieht das mit der Kontur aber ein bisschen schlecht aus. Ich nehme da mal die Kontur weg und da machen wir einfach, gehen wir hier auf Kontur unten und dann auf Kontur entfernen. Sollte eigentlich klappen. So. Machen wir dazu, gehen wir hier nochmal und dann auf Kontur entfernen. So, da sieht auch schon mal eher nach einer Wolke aus. Ja, jetzt hat man hier noch so ein bisschen. Man sieht aber, dass es annähernd eine Wolke sein soll. Man kann ja auch noch mit dem Pfadwerkzeug kann man dann trotzdem noch die Pfade weiter bearbeiten, wie man das haben möchte. So, ich lösche das mal eben. Ich zeige mal eben. Jetzt hat er nicht die Gänze. So, ich lösche das mal eben. Und jetzt zeige ich das mal, wie das mit dem Freihandlinienwerkzeug. Also, wenn ich jetzt Freihand. Zeigt er mir das auch an? Ja, genau. Freihand zeichnen. So. Wenn ich da jetzt hier so eine Wolke zeichnen würde, der würde mir dann endlos viele Punkte mit reinmachen. Und das, was ich meine, warum ich das gleich mit den Bezierkurven mache. Also mit den Bezierkurven kann ich gleich dann mir die Punkte selber dann schon mal festlegen. Und hier habe ich das Problem, hier habe ich jetzt zig viele
Knotenpunkte und da müsste ich jetzt ewig lang dran arbeiten, bis es so wird, wie ich das haben will. Also man sieht hier, das wird die Ewigkeiten dauern. Also das ist echt, das ist unzumutbar. Und deswegen, ja, es sieht jetzt ein bisschen sehr lustig aus, aber naja, gut, okay. Also das ist das, was ich eigentlich nochmal zeigen wollte. Gut, ja, das wär's dann von meiner Seite. Ja, dann schönen Dank fürs Zuschauen und Tschüsschen.